Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs, bei diesem verrenkten Aleppo. Fertig! Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Ich möchte heute mal, ich habe hier, das ist nicht, ein paar Geräte gegeneinander spielen lassen, jeweils 4 Partien. Dann möchte ich mal die Ergebnisse bekannt geben, die ich hier alle habe. Das sind einige Matches gewesen. Exklusiv 4 gegen Milano, die große Überraschung dieser Matches. Exklusiv 4 gewinnt gegen Milano, das hat mich doch sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Er hat die erste Partie verloren, danach hat er 2 gewonnen und eine Remis und das reichte für 2,5 zu 1,5. Hat mich ein bisschen überrascht, Exklusiv 4 nicht zu unterschätzen. Milano gegen Academy. Academy als Emulator. Milano gewinnt relativ klar. 2 gewonnen, eine Remis. Reicht aus, um das Match zu gewinnen. Da war auch nie eine Frage im Raum, wer da wohl gewinnen würde. Interessanterweise hat er Milano gerade gegen die eigenen Vorgänger recht stark gespielt. Also gegen Academy. Und den weiteren werden wir später noch sehen. MM5 gegen Vancouver. 3 Minuten. 3 Minuten, 30 Minuten natürlich. Tja, auch eine ganz klare Sache. Vancouver gewinnt 3 Partien. Die dritte Partie hat er verloren. Auch mehr durch Unvermögen. So eine Reti-Sache. Mit Springer F3 und G3 allerdings. Nicht mit Springer F3 C4. Das war die einzige Partie, die er verloren hat. Das war so eine ganz merkwürdige Partie. Das gibt so gewisse Sachen. Mit diesem Fianchetto-Eröffnung. Die spielt der nicht gut. Und dann noch hier mit also Springer F3, G3, Rochade. Sowas in der Art. Und dann noch mit Läufer F5, H3, Läufer H5, G4, Läufer G6, Springer H4, dann mit Springer auf G6 zu nehmen. Die Linie hat es dann nicht direkt entschieden, aber das war dann keine Sternstunde. Dann haben wir hier Vancouver gegen Roma 2, auch eine ganz klare Geschichte. 2 gewonnen, eine Remis, reicht vollkommen aus, um das zu gewinnen. Gambit Risiko sogar, die Einstellung bei Vancouver. Also 2,5 zu 1,5 gegen Roma 2. Die Remis-Partie war aber eine nette Partie gegen Roma. Die Partien kommen alle noch in den Videos. Vancouver 16-Bit, klar immer 68.000, gegen Polga 2,5 zu 1,5. Eine Remis, 2 ganz klare Gewinnpartien. Ich meine, das war der Emulator. Ich müsste dann allerdings auf jeden Fall noch den echten Polga spielen lassen, also den ich hier stehen habe. Ich unterscheide ja immer zwischen den Geräten, die ich habe und den Emulatoren. Weil Emulatoren, ja, wenn man ein gutes Brett hat, ich glaube auf Digit, auf, was ist das, Centaur, wo die, ne, DGT gehen die glaube ich auch drauf, per Heck. So, das gibt es ja auch bei dieser Mini-Playstation, ist das, meine ich. Oder bei diesen Mini-Konsolen, da mache ich auch so eine Hex. Und dann normalerweise haben die nur 20 Spiele oder sowas und wenn die dann ihre Hacks dann auch anbringen, die Experten, dann haben die plötzlich 500 Spiele da drauf. Lässt sich alles machen. Nur wie gerne gesehen das dann vom Hersteller ist, das ist noch eine andere Sache. Das ist, steht auf einem anderen Blatt. Hier nochmal Vancouver MM5, auch gewonnen, 2,5 zu 1,5. Also Vancouver, ganz klare Bank gegen MM5. Da ist nichts dran zu wackeln. Der Explorer Pro hier gegen Vancouver, auch eine klare Sache, eine Remis, 2 verloren, reicht aus. Vancouver gewinnt auch dieses gegen den Explorer Pro. Ist ein nettes Gerät, aber eben, ja, Mai, ich spiele jetzt nicht so oft gegen. Milano vs. Super Expert C, da sollte euch klar sein, dass Super Expert C ist ein Emulator. Hat der Super Expert C gewonnen? Relativ klar. Also nicht zu unterschätzen, die Novaks. Was ist das? Das ist Vancouver, ist wahrscheinlich das Vancouver. Gegen Milano. Ja, auch eine relativ klare Sache. Die erste verloren. Dann hat der Vancouver gewonnen, Remis und gewonnen. Das reichte auch aus, um die Sache zu gewinnen. Wie gesagt, alles, was ich gesagt habe, immer 30 Minuten für die ganze Partie. Milano gegen Polga.
Und da hat er Milano wieder gewonnen. Remis gewonnen, Remis gewonnen. Das heißt, der Polgar. Nein, warte mal, das war sogar so, der Milano hat die Weißpartien Remis gespielt. Das war das Irritierende. Die Schwarzpartien hat er dann gewonnen. War hier auf der Rückseite auch schon was? Ne, da noch nicht, weil hier ist auf der Rückseite noch was. Masterchess gegenseitig Spark. Also der Masterchess, den ich ab. Gegen das, seit neuestem gibt es ja das Spark-Modul bei den Emulatoren. Hm. Ja, jetzt hat der Masterchess verloren. Die erste hat er verloren, dann hat er gewonnen, dann hat er nochmal verloren und dann ist er natürlich noch eine Partie her. Hätte er theoretisch noch gewinnen können und ausgleichen. Die hat er aber dann trotzdem verloren. So, Spark hat gegen Masterchess gewonnen. Kishon Chester gegen Milano, auch die Überraschung. Unentschieden. Gewonnen mit Weiß, verloren mit Schwarz, verloren mit Weiß und gewonnen mit Schwarz. Das war dann 2-2. Also der Kishon Chester, den ich hier, den sieht man da im Regal. Da sieht man den Kishon Chester. Dann gab es hier noch Explorer Pro gegen Milano. War eine klare Geschichte für den Explorer Pro. Einen hat er verloren, ich weiß gar nicht genau warum. Ihr seht es vielleicht in den Videos, wenn ich es hochgeladen habe. Ein paar habe ich hochgeladen. Dann Remis, dann hat er Milano 2 verloren. Der war der Explorer. Den Megaherzus Dank überlegen. Milano gegen Roma 2, auch ein interessantes Match. Erst hat der Roma 2 mit Weiß und Schwarz beide Partien gewonnen und dann hat er beide Partien verloren. Also erst gewinnt, verliert er Milano mit Weiß, dann verliert er Milano mit Schwarz. Da dachte ich schon, ist die klare Sache. Und dann gewinnt er mit Weiß und gewinnt mit Schwarz. Also 2-2, was haben wir hier denn? Exklusiv 2, eine ganz klare Geschichte. Alle drei verloren. Ganz klar. 30 Sekunden pro Zug für Milano. 30 Sekunden pro Zug für den Exklusiv 2. Ich kann den Milano ja anpassen. Das heißt, ich gucke, was der Exklusiv 2 an Stufen hergibt und dann passe ich einfach die Zugzeit an. ML5 gegen Milano. Unentschieden. Remis. Dann gewinnt der ML5 gegen Französisch von Milano. Ne, ML5 spielt Französisch und gewinnt mit Schwarz. Also Remis mit Weiß. Mit Französisch mit Schwarz gewinnt er, dann wieder Remis. Und dann verliert er allerdings mit Schwarz. Also 2-2. Und dann noch hier Super Mondial 2 gegen Milano. Auch eigentlich die Überraschung, dass er überhaupt eine Partie gewinnen konnte. Also die Gewinnpartie war eine schöne Angriffspartie mit Schwarz. Über die Haarlinie. Das war durchaus schön anzusehen. Ich finde allein, dass der Super Mondial 2 gegen die Milano in die Partie gewonnen hat, war schon Überraschung genug. Und dann hat er 2 verloren, 1 Remis. Ausgang dementsprechend 2,5 zu 1,5 zu dem Milano. Und das war's dann auch. Ich meine, ich habe auch schon so Wettkämpfe machen lassen zwischen dem MM5 und dem MM4. Ich meine, zu meiner großen Überraschung, da hat der MM5 sogar verloren. Also der MM4 konnte gegen MM5 gewinnen. Ah, das ist ja auch hier, also die meisten Schröder-Programme, also die 8-Bitter, hier Academy, Polgar, Milano, zum Beispiel, was wäre noch ein, hier der 5er und so, die liegen alle nicht so Welten auseinander. Das ist ja nicht der eine 1900, der eine 2100, also hier eine Standardversion. Da liegen die so dicht beisammen. So, und was soll ich noch großartig sagen? Das war es auch schon für dieses Video. Ich habe mir die halt immer aufgeschrieben, die Ergebnisse, und habe die in die Mappe reingemacht. Die meisten Partien sind als Videos draußen. Die meisten kommen noch. Damit ich mich da nicht unter Druck setze, mache ich ein bisschen auf Halde. Das heißt, ich versuche immer so ein bisschen verstreut und aufgelockert, wie das Video heute immer, sofort rauszumachen. Aber es wird nichts bringen, wenn ich 20 Videos an, oder diese Woche, sollte man sogar 4 Videos, ist ja Sonntag. Das bringt nichts, wenn ich 4 Videos an einem Tag raushaue. Die müsst ihr erstmal gucken können. Und dementsprechend, ich habe dann auch einen Puffer, wenn ich dann, was mal dazwischen kommt oder irgendwas Unvorhergesehenes, oder kann auch mal passieren, dass ich keine Lust habe, ein paar Tage Videos zu machen, dann sind aber trotzdem Videos noch da, die hochgeladen werden. Was könnte ich noch groß sagen? Alle Kommentare werden gelesen. Das ist ja vollkommen normal. Und ich bedanke mich auf jeden Fall und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und kommentiert fleißig die Videos. Ich habe letztens ein Video gemacht, da wusste ich selber den Zusammenhang gar nicht mehr. Da hat er geschrieben, ich fand es ein bisschen gemein, dass er geschrieben hat, der, was er da lang sagen würde oder was ich geschrieben habe. Dass die 16-Bitter quasi als Ramschware angesehen werden.
reißen auch schöne Schachcomputer, muss ich ehrlich sagen. Den 6830er, den kann sich doch eh keiner leisten. Auch wenn hier Tablets da mit dem Boden aufwischen für 180 Euro. Der ideelle Wert von so einem Tablet ist da gar nicht vorhanden. Das ist so eine Wegwerfware. So ein Tablet, den kaufst du. Und wer kommt denn auf die Idee, sich ein 180-Euro-Tablet zu kaufen und in 10 Jahren oder 20 Jahren dieses 180-Euro-Tablet noch zu verwenden? Da kannst du für nichts mehr nehmen, wenn es überhaupt noch funktioniert. Also der ideelle Wert von diesen Turniermaschinen ist natürlich ungleich höher. Was war da noch? Das war nur wegen meines Kommentars wegen. Also ich habe nicht, dass das in dem Video die Kommentare von mir dazu falsch rüberkommen. Das war ja mehr wahrscheinlich auch mehr Ironie von ihm. Also mit den Augenzwinkern, was er da geschrieben hat. Und was soll ich noch groß sagen? Und diese Turniermaschinen, diese Vancouver mit 36 MHz, die 32-Bit-Maschinen, ich glaube, Normalsterblicher kommt da sowieso nicht dran. Die müssen ja getaktet werden, also getuned werden. Da müssen die auch, die Kühlung muss angepasst werden. Du kannst ja nicht einfach so einen Computer nehmen und Tür takten, der raucht dir ab. Und was soll ich noch großartig sagen? Ich bin halt nicht so ein großer Experte dafür. Wenn Kanalspenden sind, dann sind die immer willkommen hier, was die auch sein mögen. Ob jetzt ein besserer PC, wenn quasi hier, ich sehe das ja bei mir, ich habe drüben ein Pentium 3, ein Pentium 4 noch stehen, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr, die stehen da einfach nur rum und stauben da ein. Vielleicht hat ja einer einen aktuelleren PC, einen aktuelleren, als ich den hier stehen habe, einen aktuelleren als einen Quad-Core mit 1 GB, eine 4 GB RAM und 1 GB Grafikkarte. Dass du mal was Aktuelleres am Start hast hier, wenn sich jemand alle 2 Jahre einen neuen Gamer-PC holt und dann den vor 4 Jahren oder vor 6 Jahren oder sowas, dann wird mir immer noch reichen, das ist immer noch schneller als das, was ich habe. Oder was weiß ich, was da noch gibt, bessere Kamera oder dies, das, Ananas. Schickt es rüber, am besten per E-Mail, eine E-Mail zu mir schreiben, Tom Lippo, alles kleingeschrieben, @mailbox.org mit G-O. Also Otto, Roland, Gustav. Und dann wäre es eine schöne Sache hier. Ja, und ich bedanke mich auf jeden Fall und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.